Vorsicht, Sprengung, Stationsausbildung bei der Luftlande-Pionierkompanie. Ortskampfanlage Rauberg auf dem Truppenübungsplatz Lenin. Seit 2 Wochen üben die Soldaten der Luftlande-Pionierkompanie 260 aus Saarlouis hier verschiedene Ausbildungsvorhaben. Heute Vormittag ist eine Stationsausbildung angesetzt. Es sind 3 Stationen geplant, alle unter der Überschrift Schaffen von Zugängen durch Sprengen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man in ein Gebäude reinkommt, ohne die Tür aufzuklinken oder wenn diese halt verschlossen ist. Die erste Station wird das behandeln, wie man einen Mauerdurchbruch sprengt. Auf der 2. Station wird ein Sprengen einer Tür beübt und auf der 3. Station das Ganze durch ein Fenster durch. Lehmmauern, schwere Holztüren, Sicherheitsglas. Gerade der Kampf im urbanen Gelände ist schwierig, Pioniere sind gefragt. Aus 25 Metern Sprengschnur wird eine Sprengschnecke hergestellt. 250 Gramm Sprengstoff werden die nötige Wirkung erzielen. Viel hilft viel, Silikon, damit die Ladung hält. Übe, wie du kämpfst. Unter gegenseitiger Sicherung wird die Ladung angebracht. Die Sprengkapsel und das Kabel sind angeschlossen. Zuletzt noch die Zündmaschine, dann heißt es in Deckung gehen. Zündung! Erster Auftrag ausgeführt, wechselt zur nächsten Station. Diesmal versperrt eine Tür den Zugang, der Universalschlüssel muss her. Ein Galgenknoten aus Sprengschnur wird an die Klinke gehängt. Dieser soll den Schlosskasten zerstören. Etwa 50 Gramm Sprengstoff kommen zum Einsatz. Wieder wird das Kabel verlegt, unter gegenseitiger Sicherung in Deckung gegangen. Zünde in 3, 2, 1, zünde. Der Zugang ist geschaffen, das Haus kann genommen werden. Kurze Auswertung durch den Sprengmeister, er ist zufrieden. Letzte Station, diesmal ist ein Fenster Objekt der Begierde. Die Soldaten sind ein eingespieltes Team, die Sicherung steht. Damit sich nach der Sprengung die Soldaten nicht an den Scherben verletzen, wird die Ladung auf der Scheibe und am Rahmen angebracht. Auftrag ausgeführt, 3 Stationen, 3-mal ist das Ausbildungsziel voll erreicht. Und wenn Sie mal ein Problem mit einem Fenster, einer Tür oder einer Mauer haben, wir kennen da welche.